some kind of scanner. Ja, ich weiß auch zufällig noch, was die machen. Hey! My mistake. Thought it was the John. It's the storeroom for robots only. Lamb doesn't trust humans to go in there. Even though there's nothing worth pinching. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play BNF Steel Sky. Beim letzten Mal haben wir hier Lamb kennengelernt und leider dafür gesorgt, dass Anita versetzt wurde und wir haben ein Kabel. A loose cable. Now that could be very useful. Ja. I can't reach the cable. Ja, aber vielleicht Joey. Never mind. Die Idee war gut, aber seine Arme waren zu kurz. Verdammt nochmal. Ja gut, wir haben hier ja noch nicht alles angeschaut. Zum Beispiel das Terminal noch nicht. The display is incomprehensible. I don't understand it at all. Dann halt nicht. Some kind of scanner. Ja, ich weiß auch zufällig noch, was die machen. Hey! My mistake. Thought it was the John. It's the storeroom for robots only. Lamb doesn't trust humans to go in there. Even though there's nothing worth pinching. I want you to check out the storeroom. What's the catch? There's no catch. There could be something useful in there. Don't count on it. Look through to another room. So, jetzt sehen wir hier unseren alten Joey. Der kommt wieder raus. Was geht denn ab? Und wir können nichts davon anschauen, das macht mich schlapp. Was soll mir das bringen? Ich hab keinen Plan, Mann. Das ist echt doof, Mann. Richtig doof, Mann. Oh je. Find anything useful in the stores? No, but there's a fuse box on the wall. Connected to the alarm system. Can you disconnect it? Sorry, no can do. Schade, aber vielleicht in einer anderen Hülle später. Weil wir können dem ja eine neue Hülle irgendwie verpassen. It's part of the mechanism driving the conveyor. Sure to lose my fingers if I put them in there. Ja, dann steckst du halt keine Finger rein, sondern ein belegtes Brot. Oder ein Metallstück. The metal bar is too thick to push in there. Und vielleicht ein Schraubenschlüssel? That's really put a wrench in the works. Oh no! Production stopped! You wouldn't know anything about it, would you? Also... Me? I'm no technician. Me neither. Lamb will go crazy. Can't you do anything to help me? I could get my robot pal to look at it. No thanks. In my experience, robots spell trouble. Oh well, I'll pretend I didn't notice it. Wie kann man so tun, als hätte man nicht bemerkt, dass etwas nicht mehr funktioniert? Der Schraubenschlüssel steckt zwischen den Zähnen fest. Kann ich es wieder rausziehen? I'll keep this wrench. It's really useful. Kaputte Radzähne.
They're chewed up and mangled. They're chewed up. They're frazzed beyond repair. Okay. Heißt, sind Schraubenschlüssel tatsächlich wieder und die sind kaputt? Ja, geil. So muss das und wir reden mit dem Manoja. Excuse me. Any intruders to report? No, sir. Hey, just a minute. Who are you? Safety inspector. Not again. If there's been a breach of regulations, see Lamb about it. He's responsible for safety. Don't you get bored working here? Well, not me. I like my job. What's so good about it? This clipboard for starters. Look at the finish on that plastic. Lovely piece of lamination. Isn't it just? I can tell you're proud of it. Oh, yes. They don't make clipboards like this anymore. Ja, das ist natürlich, ne? Aren't you gonna mend the conveyor? That's not my job. My job is to record figures. But everything stopped. My clipboard still works. But what about the pipes? What pipes? The ones on the conveyor belt. That's a special order. And I can't talk about it. Top secret, huh? That's right. Schön. How do I get off this level? Well, I hear there's been a crash. So access to High Green is cut off. You'll have to use the elevator. What can you tell me about the council? I used to think they did a great job. But since they promoted Lamb, I've had my doubts. Do you know a guy called Overman? I don't think so. He certainly doesn't work here. Excuse me. Aber wurden wir nicht Overman genannt? Ich meine, wir haben ja vom Stamm einen Namen bekommen. Was ist, wenn wir eigentlich Overman hießen? Never mind. Dann hat der uns nämlich eventuell gar nicht von verwechselt. Hey! You'll need a rad suit if you're going in there. Hey, what do you mean? This one is totally rad. I mean protective clothing. Okay. Vielleicht geht da ja was. Vielleicht kann ich den ollen Joey benutzen. Der Roboter steht ja erst still. It's a robot welder. Joey, there's no access to his insides. Ja, zumindest nicht für dich, vielleicht für Joey. Do you want a new shell, Joey? Do you mean that welder? That's right. You like it? I'll say. It's a mutt's nuts. The shell is bolted to the chassis. Do you want a new... I hope. The shell is bolted to the chassis. Okay, vielleicht kann ich da ja... 30, mit einem 30mm Schlüssel. I've loosened the robot's shell. Na also. Do you want a new shell, Joey? I hope this isn't a wind-up. Excellent. Und so schnell hat er eine neue Hülle. How do you like the new shell? It's sleek. Can't wait to use the welder. You be careful with that thing. If I want you to use it, I'll tell you. Exterminate! Exterminate! And cut that out! Schöne Wortspiele. Echt schneidig, aber ist auch im Englischen von wegen, lass das sein, hier, cut it out, weil er hat ja einen Schweißer, damit kann er ja auch cutten, sozusagen.
Ach, schön. Herrlich, herrlich. Ich mag diese Art Humor einfach. Komm her, Joey. Ich brauch dich da drin. Go and disable the fuse box in the stores. I could melt through it with my welder. Wouldn't that be dangerous? Very, but I'm feeling reckless. And welding is fun. Take care, Joey. Und ich beobachte dich dabei, ne? Es ist doch okay. Da kommt er raus, der gute Joey. Na, alles klar gegangen? Never mind. Hey! I told you not to go in there! Ist ja okay, kann ich jetzt da rein? Vielleicht. Ja, jetzt kann ich da rein. Weil das Sicherungskasten aus ist, alles klar. Joey certainly made a mess of that. Ja, der gute Joey. It's a heavy metal flap. Das wieder da 40. Okay, und ein Schlüssel. Lubricant. This stuff is always useful. Keine Ahnung, was das ist. It has Bullock printed on it. Ich nehme einfach mal mit. Oh ja, wird schon irgendwie nützlich sein. Da glaub ich, das ist doch kein Ding. Oh Gott. Don't move. I have to search you. Do I have to strip off? Definitely not. There's a limit to how far I'm going to look. Hey, that tickles. Open up that coat. Why are you carrying that crowbar? It's got sentimental value. My mother gave it to me. Is that a wrench? I carry it for luck. You're a walking toolbox. Blimey. Smart shades. You can have them if you like. Really? Oh, I could fix them with sticky tape. Is that a can of lubricant? Yes. One squirt is just the job. I'd never be without a can of lubricant. You are now. 'Cause that can is mine. What the hell is that? It's a sausage sandwich. Can I have it for my lunch? You're welcome. You nicked that key, didn't you? Thank you for your cooperation. By the way, that sweater you're wearing. Don't laugh at my sweater. I'm not. I think it's brilliant. Will you swap it for my clipboard? Not in a million years. Wir müssen den doch irgendwie loswerden. Excuse me. Never mind. Also der durchsucht uns wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir reingehen und rausgehen. Also wenn wir da reingehen und wieder rauskommen, wird er uns wahrscheinlich nochmal durchsuchen, oder? Dann gehen wir nochmal raus. Ja. I'll have to search you again. You're wasting your time. Well, you don't appear to have stolen anything. Thank you for your cooperation. Immerhin wurde das Ganze abgekürzt. Joey kann hier nichts machen, schade. Wie können wir denn verhindern, durchsucht zu werden? Huh.
Roboterhülle. Interessant. I almost feel guilty for stealing its body. Interlevel access suspended during routine anti-security search. Kann ich? How can we get off this level, Joey? We need to find an elevator. Unless you're prepared to jump. Jawohl. Fancy doing some welding, Joey? You bet. I want some action. Who's the victim? You can't go using your welder on people. Oh yeah? Who says? Asimov's Laws of Robotics. That's fiction, Foster. It's just something some guy made up. It's sound moral sense. Anyway, what I had in mind was that cable. This sounds like a job for Captain Welder. Dann mach mal hin, Captain Welder. Ist okay. Hau rein. Sehr schön. Kabel werden wir dann wohl unten brauchen. Wenn wir dann irgendwann runtergekommen sind. Ist ja auch noch so eine Sache. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht rein. Was geht da? Oh. Ja, gut, keine Ahnung, was da geht. Aber ich würde sagen, für diesen Part hier war es das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play BNF Steel Sky. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute.